Hallo liebe YouTuber, herzlich willkommen im dritten Video in diesem Jahr. Es geht ja jetzt darum, dass wir alles wieder ein bisschen frühlingsfrisch machen wollen, dass es Weihnachtliche und das Nadlige rauskommt. Und deswegen habe ich mir heute ein ganz tolles Thema ausgedacht. Ich habe gedacht, warum müssen Pflanzen eigentlich immer nur im Topf auf der Erde stehen? Warum können Pflanzen nicht einfach mal hängen? Und da habe ich so eine wunderschöne Idee, die ich euch nach der Intro zeige. Ja, und ich habe mir jetzt einfach... ich fange mal an mit der Deko. Ja, wir hatten zu Weihnachten, hatten wir hier eine tolle Schaufensterdeko und viele von euch haben ja auch diese schönen Zapfen, diese saharafarbenen Zapfen geholt. Und das ist jetzt, ja, das war jetzt winterlich, aber ich bin der Meinung, meine Mitarbeiterinnen haben das alles festgemacht, ich bin der Meinung, dass die Konifere jetzt ab muss. Das werde ich auch gleich mal in Ruhe machen, weil ich glaube, da mache ich sonst zu viel Sauerei hier im Laden. Nee, geht, so, zack. Und mein Gedanke war, ich möchte das schon gern frisch ausgrünen und auch was Schönes wieder dran machen. Aber das muss ja jetzt eigentlich nicht Heidelbeere oder irgendwas anderes sein. Ach, wunderbar, die waren nur draufgelegt. Und das kann jetzt eigentlich hier in Müll. Ich glaube, jeder will die Nadel nicht mehr sehen. Wir wollen alle frische Kick. Und genauso habe ich auch im letzten Video euch gezeigt, wie ihr euch den frische Kick auf eurem Tisch mit einfachen Mitteln, zeige ich euch nochmal den Videolink rein. Und so zeige ich euch jetzt auch, wie ihr einfach eine lustige Idee, wenn ihr schon so einen tollen Ast habt, ja, das ist jetzt so eine schöne Magnolie und ich mache gleich ein bisschen was mit Erde, deswegen habe ich jetzt schon Handschuhe an, sorry. Ja, und wie ihr einfach so eine schöne Deko und ruhig auch die Zapfen nutzen könnt und wie man Pflanzen, ja, wie man Pflanzen eigentlich auch hängend hier ganz toll mitgestalterisch einbringen kann. Natürlich nicht mit Topf, sondern so, ja, in anderer Form. Aber wie das gehen soll, das zeige ich euch jetzt im Arbeitsbereich. Da gehen wir nämlich mal rüber und dann gibt es die Detailanleitung dafür. Kommt mal mit. So, wir packen jetzt unsere Pflanzen mal aus. Mal die Töpfe weg. Und so, die Töpfe weg. Natürlich erstmal Preise ab. So, und hier auch, das ist natürlich noch ein Pflegehinweis vom Züchter. Und ich möchte gerne diese Pflanzen, ja, diese Pflanzen als Kugeln schweben lassen. Das fand ich so eine schöne Idee. Und dazu nehme ich die Pflanzen jeweils aus dem Topf raus. Wow, die hat sich schon richtig toll durchgewurzelt. Also die ist super durchgewurzelt, die ist perfekt. Und ich muss den Pflanzen natürlich auch noch eine Basis geben, mit der sie gut leben können. Und ich mache jetzt so ein bisschen Gemisch aus Erde und also normalem Torf und aus Bonsai-Erde. Jetzt habe ich natürlich Bonsai-Erde gesucht für das Unterfangen und habe leider keine gefunden. Aber was ich gefunden habe, ist Kakteenerde. Und hier steht drauf, dass das auch für Bonsai ist. Ja? Bonsai-Erde ist also für diese Art der Bepflanzung ist das perfekt. Ich mische halb Bonsai-Erde und halb... Ja, die hat also so eine leicht sandige und rieselt so durch die Finger, so eine Beschaffenheit. So, das genügt eigentlich auch schon, braucht gar nicht so viel. Ich mache bei meinen Pflanzen die Erde, mache ein bisschen was ab. Und so, muss ich natürlich vorsichtig machen, um der Pflanze jetzt nicht die Wurzeln abzureißen. Dann nehme ich diesen Wurzelball, lege das jetzt erstmal hin
mache das gleiche auch bei meiner anderen Pflanze. So, dann lege ich meine Pflanze mal beiseite und mache mein Gemisch. Der Grund des Handschuhtragens ist jetzt also hier und mache hier so eine, ja, es hat so ein bisschen, es erinnert so ein bisschen früher an den Sandkasten und mache hier so ein Gemisch. Ja, also es ist ein bisschen Matschepampe aus, ja, aus meinem Torf und aus der Bonsai-Erde. Das ist wunderbar. Dann brauche ich natürlich schönes Moos dazu, das ich jetzt im Großmarkt heute Morgen ergattert habe. Und das ist total flächig. Das ist wunderschön dafür. Und zu guter Letzt brauche ich entweder, Moment, ich klopfe auch noch ein bisschen Erde raus. Und zu guter Letzt brauche ich entweder Silberdraht oder eine Nylonschnur, eine Angelschnur. Geht also beides. Ja, ich brauche natürlich auch was, um das Ganze zu fixieren. Dann lege ich ein bisschen, ich mache noch mal alle Erde ab. So, dann nehme ich mal ein Gemisch aus Torf und Bonsai-Erde und packe quasi mit, ja, packe damit diesen Wurzelballen ein, forme eine Kugel und dann nehme ich Moos. Hätte ich jetzt im Voraus natürlich schon schneiden können. Das lässt sich aber auch reißen, das ist kein Problem. Und packe mit Moos meinen Wurzelballen ein, so dass ich eine schöne Kugel bekomme. Und dann gehe ich auch gleich so. Wunderbar. Und dann gehe ich auch gleich mit meinem Silberdraht hinterher und wickel meine Pflanze ein. So, natürlich schön vorsichtig. Das ist jetzt eine hängende Pflanze. Ich muss natürlich vorsichtig sein, weil ich darf, guck, hier ist mir jetzt auch schon passiert. Ist gut, dass es im Video passiert und dass es nicht, dann nicht euch passiert. Ich muss diese schönen von dem Rhypsalis, diese schönen Pflanzenteile, die würde ich ja verletzen, wenn ich die mit dem Draht einpacken würde. Und deswegen muss ich das machen, wenn die Pflanze hängt, und pack das auch hier untenrum den Wurzelballen schön mit dem Draht ein und habe damit den, ja, den Topfersatz geschaffen mit diesem Moosballen. Jetzt fragt ihr euch natürlich sicherlich, wie gieße ich diese Pflanze, wenn die dann nachher hängen soll. Ich wässer die, indem ich die einfach so 20 Minuten in einem Glas Wasser reinmache, gern auch zum Teil mit Dünger, und wo ich diesen Moosballen vollsaugen lasse. Und wenn er dann vollgesaugt ist, dann drücke ich den ein bisschen aus, und so, dass er nicht mehr tropft, und dann kann ich ihn wieder aufhängen. Und so ist es eigentlich dann eine wunderschöne hängende Pflanze. Ist total süß. Ja, eine. Jetzt muss ich natürlich erst noch mal gucken, dass ich diese Pflanze, dass ich mir eine Aufhängung schaffe. Und das gelingt mir, indem ich hier den Draht miteinander verschließe. So. Und dann habe ich hier mein Silberdraht, an dem ich die Pflanze, ja, den ich befestigen kann zum Hängen. Da kann ich ja die Länge wählen. Oder alternativ kann man natürlich auch mit so einem Draht ein Häkchen machen. Ja, kann ich einhaken in meiner Gardinenstange oder wo immer ich was habe. Und kann hier auch ein Häkchen machen. Und kann dann einfach die Pflanze zum Wässern. Baue mir hier eine Schlaufe. Häng die Pflanze zum Wässern ab und häng sie danach wieder ein. Also ich würde sie eben, ja, schon versuchen, mir ein Haltesystem zu bauen, um nicht jedes Mal die Pflanze ganz oben abnehmen zu müssen zum Wässern. Genau, muss auch erstmal nachdenken,
Was ich sagen will, ich kann mir hier mit Draht jetzt einen Haken bauen, indem ich eine Schlaufe mache. Und dann kann ich meinen Draht einfach mit einer Drahtschere abschneiden. So, das ist jetzt mein Häkchen. Und ich sage, also wir Floristen, wir bauen uns ganz oft Haken mit Drähten. Und dann kann ich meine Zimmerpflanze auf die Art und Weise einhängen und kann die dann so schön hängen lassen. Das mache ich jetzt mit der anderen Pflanze auch, weil ich hätte gerne zwei Pflanzen mit verschiedenen Gestaltungsformen. Und deswegen gibt es jetzt nicht nur den Ripsalis zum Hängen, sondern natürlich auch hier diese wunderschöne, mit ihren Blättern, diese wunderschöne Zimmerpflanze. Mit der mache ich genau das Gleiche. So, ich habe gerade versucht, ein paar Moosreste zu verbrauchen und das ist schon so eine Erkenntnis gerade. Also man sollte hier für dieses Projekt keine Moosreste verwenden. Man braucht wirklich ein schönes, flächiges Moos und einen Lappen, der durchgängig ist. Und sobald man hier Reste verbrauchen will, kriegt man einfach nicht so schön diese Kugel hin und diese Form. Und das Problem ist auch, dann, wie hier bei mir passiert, ja, dann rieselt einem die Erde einfach zwischen dem Moos durch und man erreicht eigentlich nicht das Ziel, das man erreichen will. Also da nicht sparen und da wirklich jetzt was Schönes. Ihr könnt die Reste immer noch mit Frühlingsblühen, die Frühlingsblüher abdecken, Zweige dazwischen stecken. Also es gibt für Moosreste genügend andere Projekte, aber das ist kein Projekt für Moosreste. Moos auf jeden Fall beim Floristen kaufen. Moos steht unter Naturschutz. Er darf nicht gesammelt werden, nicht im Wald gehen. Und die Floristen bekommen Moos kistenweise auf dem Großmarkt. Und ihr könnt da auf jeden Fall danach fragen und könnt da tolles Moos erwerben. So wichtig ist auch, wenn ich das jetzt einpacke mit dem Silberdraht, dass ich auch unten rumgehe. Und wenn ich meine, ich hätte jetzt alles eingepackt. Hier oben mache ich noch mal ein bisschen zu. So, dann muss ich mir auch überlegen, wo ich wieder mein Häkchen setze. Wie mache ich mein Häkchen? Ich nehme den Silberdraht, mache eine Schlaufe mit dem Zeigefinger, indem ich hier drumherum gehe, gehe mit dem Silberdraht wieder zurück und komme jetzt von der anderen Seite, verdrehe die Drähte miteinander und habe hier auch schon eine Schlaufe, ja, also hier, die kann man auch sehr gut als Schlaufe verwenden. Wer sagt, er will hier unten eine Schlaufe haben, will es irgendwo einhängen, das kann man machen. Oder ich gehe noch höher und baue mir hier wieder weiter oben eine Schlaufe, dass ich sage, ich mache irgendein Häkchen, das von der Decke hängt, hänge es ein, gehe mit meinem Finger, baue ich eine Schlaufe, wickel den Silberdraht, wickel nach unten und wickel dann aber nochmal nach oben. So, mache ich das ab. Und die hängt jetzt ein bisschen schräg, aber ich kann dem Abhilfe schaffen, indem ich schon meine Mooskugel, das erste kleine Bad, verpasse. Dazu hole ich nochmal kurz Wasser. Moment. So, also zum einen kann man natürlich, dass das Moos schön grün ist, kann man immer sprühen. Dann bleibt das Moos auch voll grün. Und wie gesagt, zum Bessern kann man das Ganze dann. Aber ich finde das eigentlich ganz lustig, wenn das so hängt. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie die Pflanze sich entwickelt. Und ja, das Wässern kann man ja auch machen, indem man mit einem Gießkännchen hergeht und einfach ein bisschen drüber gießt. Aber ich würde es, wenn ihr richtig merkt, es ist trocken, ich würde es in Wasser sich vollsaugen lassen, ausdrücken, bis kein Wasser mehr tropft. Und dann bleibt auch das Moos schön grün. Wird es ausdrücken, ja, das ist jetzt wirklich noch so die Gießanleitung.
und dann würde ich es wieder aufhängen. So. Nochmal auf das Moos von der zweiten Kugel nochmal schön feucht. Und dann wird das Ganze mal aufgehängt hier. In unserem Schaufenster. Da bin ich sehr gespannt, wie unsere Kunden auf unsere neuen fliegenden Zimmerpflanzen reagieren. So, gleich geht's im Laden weiter. So, ja, und fertig. Fertig sind die fliegenden Kandidaten. Und durch diese dünnen Drähte sieht man natürlich kaum die Aufhängung. Das ist eigentlich ganz lustig, vor allem wenn kein Zweig drüber ist, dann sieht das natürlich noch magischer aus, wenn die Pflanzen einfach so hier in der Luft schweben. Ja, also das waren heute die schwebenden Zimmerpflanzen. Ich bin total gespannt auf euer Feedback, ob ihr euch vorstellen könnt, in eurem Heim solche schwebenden Pflanzen für euch kreieren, zu gestalten. Ich freue mich auf euer Feedback. Ich kann jetzt meine Handschuhe wieder ausziehen. Die Arbeiten sind fertig mit Erde und wir können jetzt nur noch genießen. Und ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, wie immer. Freue mich über so viele liebe Worte von euch. Und bin ganz gespannt. Alles Liebe, viel Spaß und bis bald. Eure Margit. Tschüss.